So, und willkommen zum nächsten Vorbonus von Diablo Hellfire. Das müsste jetzt schon der vierte sein. Finde ich ziemlich interessant. Ich dachte, ich würde nur so drei Folgen oder so quasi kleinen Vorab machen. Aber das kann noch ordentlich ausarten. Das hätte ich nicht gedacht. Aber scheiße, was soll's. Ich würde es freuen. Wir waren letztes Mal hier stehen geblieben. Was auch immer das ist, ich wüsste jetzt gar nicht, wie man Krypt übersetzt. Ich nenne es einfach mal Krypt. Also runter zum Krypt, ne? Da waren wir stehen geblieben, da haben wir gesagt, nee, machen wir erst nächstes Mal weiter. Sieht schon mal wieder ziemlich geil aus vom Design her. Ich muss sagen, das hat mich ein kleines bisschen erschreckt. Warte, das ist das nächste Scheißloch in der Wand. Fuck! So. Und schon wieder solche. Ich wette, wenn ich auf ihn zugehe, rennt er. Natürlich. Es sind schon wieder solche. Lichs. Ich frage mich, ob ich mein Level schon hoch genug ist hierfür überhaupt. Ah, aber es scheint halbwegs zu gehen. Oh, warte, sie rennen, wenn ich auf sie zugehe. Wie schön. Ich freue mich. Okay, ich brauche definitiv mehr Potions. Na, aber wir halten nicht viel aus. Townportal, Journal, The Meeting. Krypt Level 1, das heißt, es wird auch wieder mehr geben. Ja, einen Stab nehmen wir mit. Oh, ihr merkt wahrscheinlich, ich habe das mit dem Sound ein bisschen jetzt besser hingekriegt. Nochmal Scroll auf Townportal, what the fuck. Hab's wieder umgestellt mit dem Sound, also jetzt müsste es besser gehen. Okay, Journal, The Meeting. Of enslaving lesser demons seem to have no effect on this fearsome beast. Okay, also er, wer auch immer er ist, das müsste ja immer noch Lazarus sein. Lazarus, der Erzbischof aus dem normalen Spiel, hat gesagt, also wow, mit Schaufel, Grave Digger, also Grabschaufler quasi. Oh, ich muss aber sagen, mir gefallen die Monster-Designs echt gut. Warte, ich lasse mal rauskommen, ist besser. Bevor ich mich da. Ja, genau, das meinte ich. Also, er hat jedenfalls gesagt, er hat Zaubersprüche versucht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man Threads übersetzen würde. Ich weiß, was damit gemeint ist, aber ich komme einfach nicht drauf, wie man es übersetzen würde. Und heilige Scheiße, verreckt doch einfach alle. Ich brauche mehr Heilige Potions, so viel ist sicher. Hat jedenfalls alles Mögliche versucht, was ihm in den Sinn kam, und um diese Kreatur zu bändigen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Die Zaubersprüche, die er bei schwächeren Kreaturen verwendet, scheinen nicht bei dem Dicken zu funktionieren, wer auch immer dieser Dicke ist. Und ich möchte es am liebsten auch gar nicht herausfinden, aber wir müssen wohl wahrscheinlich dann wieder irgendwo in Krypt Level 6. Keine Ahnung. Und machen wir mal kurz die Map an, warum auch immer. Also ich weiß, dass sie im eigentlichen Sp also ja, fuck, wieder so ein Vieh. So, das bringen wir um und dann stellen wir uns jetzt hier wieder ganz back to the basics hier in die Türen und lassen immer nur einen rauskommen. Ja, komm raus. Ich frag mich, wie so eine halbtote Kreatur so viel aushalten kann. Beziehungsweise wahrscheinlich sogar untote Kreatur. Aber naja. Aber naja. Oh, eine Krone. Wo ist sie? Ich will die tragen. Oh, die ist sogar nicht besser. Ja, die ist definitiv nicht besser als mein Helm. Auch wegen der zwei Rüstungspunkte kommt es auch nicht drauf an. Raus damit. Warte, ist das Claymore? Ah, not identified. Passt. Und noch mehr Monster, die mich wahrscheinlich anspucken gleich. Oder nein, Down to Crypt Level 2. Wir haben schon mal den Weg nach unten gefunden. Das ist ja schon mal nicht unpraktisch, sagen wir es so.
doch schon raus, du dummer Spast. What the fuck, ey. Ah, scheiße. Jetzt kommen sie alle raus. Ich seh's doch kommen, jetzt kommen sie alle raus. Weil der dumme kleine... Und der trifft mich auch noch. Weißt du, ich würde niemals auf so eine Entfernung treffen. Jetzt scheiße, du dummes Vieh. Ich brauch Stone Curse. Ich brauch sowas von Stone Curse. Wie weit willst du noch laufen? Was? Ja, was zur Hölle? Ja, jetzt zumindest. Oh, was zur Hölle? Ich hasse solche Gegner. Wenn man Krieger ist, hat man einfach nur die beschissensten Karten in die Gegner. Oh, aber ich habe ja gesagt, ich behalte quasi, was ich was ich bei Diablo angefangen hatte. Ich spiele den Krieger. Ja, ihr habt auch keinen Anstand, hier rauszukommen. Und wenn ihr rauskommt, ne, was passiert dann? Dann geht ihr wieder bis zur Scheißtür. Bis zur... Fickt euch doch ins Knie. Die Knie, die ihr wahrscheinlich nicht mehr habt, weil ihr keine Beine habt. Oh, ich schnür dem so den Weg ab. Dieser Hurenkind. Ja, so viel dazu. So viel zu meinem genialen Plan, ihm den Weg abzuschnüren. Hier. Stirb doch einfach! Ah. So, jetzt zu euch. Fuck, ey. Fuck, ey. Ich glaube, ich gehe dann gleich mal in die Stadt, schneid kurz raus, dass ich in der Stadt bin und... Hol. Ja, ich bin so dumm, das war mir auch zu offensichtlich. Okay. Ganz ruhig. Ach, was zur Hölle seid ihr denn schon wieder? Rattenmensch oder was? Nee, doch, Grabratten. Oh Gott sei Dank, die halten nichts aus. Die machen keinen Schaden. Warum können nicht alle Gegner so sein wie ihr? Grabratten, Grabratten, ihr seid meine einzigen Freunde. Puh. Warum kann ich hier nicht durch dieses Loch schauen, was mich dahinter erwartet? Nein, ich muss erst die Tür öffnen. Ja, dich kriege ich tot. Der Typ nervt nur. Und der läuft jetzt irgendwo in eine andere Gegnermasse rein. Na, was habe ich gesagt? Na, was habe ich gesagt? Der läuft in irgendeine andere scheiß Gegnermasse rein. Und es ist mir scheißegal, wenn ich den ans Ende der scheiß Katakomben verfolgen. Ich geh so drauf dabei. Oh fuck, ich werde drauf gehen. Wisst ihr was? Gleich kommt er wieder in irgendeine Ecke angeschissen, der kleine Spacko. Da ist er schon. Und castet seine Scheiße auf mich. Oh, erstmal like a Baus überall ausweichen. Townportal, du kommst mir gelegen. Ich hasse dieses Krypt. Und ich liebe die Tatsache, dass man rennen kann. Fuck, ey. 39 alle Prozent zu allen Resistenzen. Das Öl behalten wir. Reparieren alles. Bis auf den Stab. Schauen, ob er gute Items verkauft. Plate of the Moon. Wie viel hat meine? 45, niemals. Das lohnt sich nicht. Nein. Heilige Scheiße, der wäre gut. 19 Magie, Crimson. Sorcery. Die Magie, also alles, was Magie plus bringt, reizt mich grundsätzlich schon, weil halt, ne? What ails you, my friend? So. Das sieht gut aus. Weil ich das später brauche, damit ich in aller Ruhe Bücher lernen kann und so. Aber derzeit, ja, also wie schon gesagt, das reizt mich grundsätzlich. Da habe ich auch ein paar Items aufgehoben, die eben das dazu bringen. Und dann schaue ich mal. Elixir of Magic. Kaufe ich mir. Aus dem einfachen Grund, weil ich dann die Punkte nicht mehr so vergeben muss. Da muss ich nicht, pass auf, ihr seht, Magie ist bei mir derzeit bei 11.
benutzt es, oder beziehungsweise 26, benutzt es 27. Ist zwar teuer, aber so muss ich wenigstens nicht durch Level-Up Punkte vergeben. Also grundsätzlich nicht unpraktisch, nicht unpraktisch. Aber man muss halt schauen, ob man nicht mit dem Geld irgendwie besser haushalten will. So. Aber ey, guck mal, ich habe derzeit wieder einen Arsch voll Gold. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ach, fu, bist du? Guck mal, ich drück. Scheiß Vorführeffekt. Oh, ich hatte neulich das Problem bei Anno, dass ich aufgenommen und habe nicht gemerkt, dass die Aufnahme abgebrochen war, weil meine externe voll war. Ich hoffe, dass ich dieses Problem diesmal nicht habe. Aber ich habe auch 400 GB gelöscht und noch 300 frei. Das sollte gehen. Guck mal, Matrix-Style, scheiße hier! Ah, jetzt hab ich dich. Warte, wenn ich den so in die Ecke dränge, so in die Ecke. Oh, sehr gut, so können die nichts machen. Okay. Ich will hier durchrushen, ich will hier einfach nur durchrushen. Ich will mich nicht so lange aufhalten mit dem ganzen Kack hier, wie letztes Mal. Ah, da unten komme ich gar nicht hin. Okay, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Und was befindet sich hinter Tor Nummer 3? Der Zong. Absolut auch nichts, what the fuck. Kennt ihr noch die Sendung mit dem Zong? Das war, glaube ich, mit Harry Weinvoll damals. Musste man sich immer zwischen drei Türen entscheiden. Also, hinter einer war ein kleiner Preis, nichts Besonderes, glaube ich. Hinter einer war so eine Weltreise oder so. Oder sowas. Oder ein Auto oder so. Und fuuuuh! Ja, der hat mich noch erwischt. Oh, die Ratten machen Schaden. Und in einer war dann immer Zong. Dann kam immer so ein Fail-Geräusch und dann wurde der Zong präsentiert. So richtig, you fail und dann Zong. Aber ich wollte immer so einen Zong haben, weil die Dinger sahen so klasse aus. Also es waren kleine rote Teufelchen. Sag mal, stirb doch einfach. So, jetzt stirbst du. Jetzt stirbst du, dann stirbst du, und dann krieg ich Level up. Dann stirbst du, und ihr könnt mich eigentlich kreuzweise. Wisst ihr das? Ihr könnt mich kreuzweise, ihr müsst nicht sterben. Nehmt, geht einfach weg. Geht einfach weg. Fuck! Nicht die Grave Digger. Oh, scheiße! Oh Gott, ey. Pass auf. Während ich hier angegriffen werde und bombardiert. Ah, ich krieg die Tür nicht zu, ist also klar. So, erstmal nacheinander die Ratten. Nein, nicht zu weit raus, weil. Ja, da kommt vom. Okay, ich glaube, es ist überhaupt keine Hilfe, wenn ich. Oh, das ist ja schön. So, Moment, ich muss mal kurz das zumachen. Das irritiert mich. Nee, zwei Schaufeln in die Fresse kriege ich nicht gerne. Eine reicht. Ah, nee, like a boss. Die bleiben einfach stehen. Dieser Spaß mit seinem Feuer, ey. Ich hasse solche Gegner. Brauch so dringend, so bald wie möglich Stone Curse. Ich muss mal bei meinen Büchern schauen, ob ich es vielleicht schon habe. Und jetzt rennt er wieder. Es hat keine Beine, aber ist schneller als mein Krieger. Jetzt schneller als mein Krieger. Was für ein scheiß Kackspasti. So, bleiben wir mal einfach hier an der Ecke stehen. Und wir laufen in die nächsten Gegner rein. In die nächsten Gegner rein. Ich liebe dieses Spiel so sehr. Nein, nein! Ach. Ich werd draufgehen. Oh fuck! Nein! Fuh! Ich will hinter irgendeine Tür, die man zumachen kann. Ich will doch nur weg hier. Open Door, die kann man zumachen. Oh. 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 Krieger spielen ist Pimmel. So, wir machen mal hier, Oh. Also Geschicklichkeit habe ich jetzt schon aufs Höchste mit 60. Das heißt, wir fangen an, Life ein bisschen höher zu machen. Und ich habe noch 2 LC auf Strength bekommen.
Und hab nochmal Stärke. Oder war das 1? Ich habe es gar nicht richtig gesehen. Oh Gott, Scroll of Healing. Habe ich das richtig gesehen? Nee, Potions of Healing. Ja, genau. Ich brauch irgendwas, was mir mehr Resistenzen gibt gegen Feuer, weil die meisten sind so beschissene Feuerdinger hier. Die Succubus müssten, nee, die Succubus später müssten als Magieschaden durchgehen, glaube ich, mit ihren komischen Kugeln. Guck mal, wo der steht und er trifft mich trotzdem. Nee, kein Problem, ist cool, Bro, ist cool. Du hast keine Beine. Und wo stehst du hier eigentlich? Wo stehst du hier eigentlich, hä? Was denkst du dir eigentlich dabei? So. In die Ecke. Oh, fuck this shit! Ach, ich plündere jetzt erstmal die Gräber und töte die Ratten. Ich glaube, das bringt mehr gerade. Ja. Warte, ich ziehe erstmal alle Gegner so richtig schön auf mich. Dann sehen wir weiter, ob. Ja, jetzt sind hier keine mehr. Vorführeffekt, ich hasse dich. Ja, hallo, ich hab doch. So, du. Töten wir erstmal alle verschissenen anderen Gegner. Ich geh so drauf. Ich brauch Stone Curse. Sonst hat das hier überhaupt keinen Sinn. Fuck! Oder ich brauch irgendeinen anderen Zauber. Hydra, rette mich. Pass auf. Ich gehe jetzt in die Stadt und schau mal, was ich an Büchern da liegen habe. Holy Ball, Birth, Exert, Scheiße. Alles nur ein dummer Scheißdreck. Ich hasse es so sehr, dieses dumme kleine Spiel. Ich werde so drauf gehen, aber gehen wir wieder zurück und am besten speichern wir nicht. Das wird ein ziemlich langes Vorhabbonus, weil wir uns ewig in dieser Scheiße hier aufhalten werden. Ich überlege auch, es einfach nicht mehr Vorhabbonus zu nennen. Ich werde wahrscheinlich einfach Hellfire nennen. Ich werde die anderen Teile auch umbenennen. Ist mir doch zu blöd. Oh, guck mal, du verkaufst Elemental und Holyball und Fireball. Fireball ist ja so stark gegen die jetzigen Monster. Du bist so unnütz, du dumme, hässliche Drecksschlampe. Oh. Ja, wo wir gerade mal dabei sind. Die oben verkauft Elixiere der Magie. Der unten hier dürfte Elixiere des Lebens verkaufen. Eventuell Elixier of Okay. Da hole ich mir jetzt noch ein bisschen Geld. Ach, das ist glaube ich auch im normalen Diablo eigentlich schon so, dass er das macht, aber. Ja. So, ich habe ja derzeit genug. Ich meine, später wird das alles für Potions drauf gehen, aber jetzt. Also ich habe jetzt die dumme Vermutung, ich bin eigentlich zu schwach für dieses Krypt. Und ich bin jetzt noch Level 1 und ich sacke böse. Es wäre eigentlich die Überlegung, ob ich es erstmal später mache, aber dann müsste ich ja diese Aufnahme hier abbrechen. Und jetzt habe ich schon gespeichert und es ist ja jetzt alles irgendwie ein bisschen doof, ne? Naja, was.